Hi guys, welcome back to Lingoni. Today I want to teach you how to say approximately in German. Let's get started. If you want to say, it takes me approximately 5 hours to get to Munich, you would say, ich brauche ungefähr 5 Stunden bis nach München. Ich brauche ungefähr 5 Stunden bis nach München. Oder die Fahrt nach München dauert ungefähr 5 Stunden. Die Fahrt nach München dauert ungefähr 5 Stunden. Man kann auch sagen, die Fahrt nach München dauert etwa 5 Stunden. Die Fahrt nach München dauert etwa 5 Stunden. Seit ungefähr 3 Wochen herrscht Chaos in unserer Firma. There has been chaos in our company for about 3 weeks. Seit ungefähr 3 Wochen herrscht Chaos in unserer Firma. Herrschen means to reign, so chaos reigns. Er hat sich seit ungefähr 1 Woche nicht bei mir gemeldet. He hasn't gotten in touch with me for about a week. Er hat sich seit ungefähr 1 Woche nicht bei mir gemeldet. If you're talking about a specific time, you can use ungefähr or gegen. Er kommt heute ungefähr um 18 Uhr nach Hause. He gets home today at about 6 p.m. Er kommt heute ungefähr um 18 Uhr nach Hause. Man kann auch sagen, er kommt heute gegen 18 Uhr nach Hause. Gegen 18 Uhr means not exactly at 6 p.m., but maybe a little bit earlier or a little bit later. Or maybe at 6, around 6 p.m. Ungefähr 4 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Around 4 million people live in this city. Ungefähr 4 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. You can also say, an die 4 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Or, etwa 4 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Zur Party kommen ungefähr 20 Leute. About 20 people are coming to the party. Zur Party kommen ungefähr 20 Leute. Oder etwa 20 Leute kommen zur Party. Or an die 20 Leute kommen zur Party. Another way to say this would be rund means roundabout. Rund 1 Million Tiere sind weltweit vom Aussterben bedroht. Around 1 million animals are threatened by extinction worldwide. Rund 1 Million Tiere sind weltweit vom Aussterben bedroht. Die Besprechung heute dauert ungefähr 1 Stunde. The meeting today is going to take approximately 1 hour. Die Besprechung heute dauert ungefähr 1 Stunde. Der Pullover kostet ungefähr 15 Euro. The sweater costs about 15 euros. Der Pullover kostet ungefähr 15 Euro. Alright, now you know how to use approximately in German. Remember to go to lingoni.com where you can find our app. We offer podcasts, worksheets, exclusive videos, interactive exercises, and a pronunciation tool. You can also start with a free trial. See you there. Bye.